Heute mache ich eine Review über die UTG Tool Case. Es gibt sie in Schwarz und Oliv. Das ist jetzt eben die Oliv-Ausführung. Ich habe sie von Amazon gekauft gehabt für, ich glaube, 28,99 € oder irgendwie sowas in der Art war es. Sie hat eine Fronttasche. Hier drin habe ich meine Handschuhe. Dann hat sie ein großes Fach, natürlich da oben, hier oben hat sie zwei Schlaufen zum Tragen. Hinten ist nichts, eben vorne ist die kleine Fronttasche, also klein, sie ist schon riesig. Und da passen, da würde auch nochmal eine Glock oder eine andere Pistole reinpassen. Hier dann das Hauptfach, ist schön gepolstert. Und hat eben, wie man hier sieht, viel, viel Platz. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Magazinfächer. Ich habe hier jetzt KWA und KSC Glock Magazine drin. Dann sind hier nochmal zwei kleinere Fächer. Ich habe hier meinen Stift und hier auf der Seite eine Taschenlampe. Von denen gibt es eben vier Stück. Ein Magazin würde hier nicht reinpassen. Ein 1911er Magazin würde vielleicht aber passen, obwohl das dann auch ziemlich knapp wird. Dann hier ist ein Hauptfach. Hier ist eine flauschige Oberfläche und hier ist Neopren. Hier kann man es dann ein bisschen sehen. Und hier sind dann eben Pistolen. Ich habe hier mal meine Glock 18 von KWA. Und auf der anderen Seite ist genau das gleiche. Und wieder genau dieselben Materialien. Und ich habe hier meine KSC Glock 17 mit Glockmarkierungen. Und einem Metallschlitten. Im Großen und Ganzen bin ich von dieser Tasche sehr begeistert. Sie bietet eben Platz für zwei Pistolen, für jede Menge Magazine und Accessoires, die auch hineinpassen in die Magazintaschen oder eben in die Utility-Fächer hier, wo eben Stifte oder Taschenlampen eingefügt werden können. Es ist gut gepolstert. Wir haben hier locker einen 1 cm Polsterung. Und es ist nicht sehr weich, also es hat ein wenig einen Widerstand, einen Rückstand. Und so gibt es eben noch hier vorne auch nochmal das Frontfach. Das ist hier zwar nicht gepolstert, aber eben, wie schon gesagt, hier eine Pistole, also eine weitere Glockpistole würde hier auch noch reingehen, wenn man hier auch noch etwas drin transportieren möchte. Ich jedenfalls aber habe hier Handschuhe drin, Mechanics Impact Handschuhe. Man könnte noch andere Sachen dazu reintun, wie Silikonöl, BBs, Sweetloader. Würde alle ohne Probleme hier auch noch reinpassen. Oder Lampe. Oder auch Werkzeug natürlich. Werkzeug würde hier auch wundervoll reinpassen. Also, wenn man eine Pistolentasche sucht, die gut gepolstert ist und die viel Fächer bietet und viel Möglichkeiten, um mehr als nur ein, zwei Magazine zu transportieren oder auch nur um eine Pistole zu transportieren, ist die UTG Toolcase wirklich großartig. Kann es nur wärmstens empfehlen, insbesondere in dem Preisbereich. Danke fürs Anschauen.